Ich würde jetzt gerne noch ein Stück schnell spielen, und zwar als Pianist ist man ja immer manchmal auch ganz abstrusen oder kuriosen, wie Christoph sagt, Situationen ausgesetzt. Und zwar bekam ich einen Anruf von den Organisatoren des größten Heavy-Metal-Fests Europas, dem Wacken Open Air. Und ich hatte, und der hat gesagt, Julia, hast du nicht Lust, bei uns einmal einen Auftritt zu machen? Ich dachte, geht's noch 80.000 langhaarige, tätowierte Heavy-Metal-Fans und ich allein am Klavier, wie soll das gehen? Er sagte, komm, wir haben auch Feuerwehrkapellen, die spielen, sondern du machst das schon. Und dann habe ich mich da hingesetzt auf die große Bühne und habe ein Stück gespielt eines spanischen Komponisten tatsächlich, der dieses um 1900 geschrieben hat, für zwei Klaviere, für vier Hände. Asturias, da beschreibt er seine feurige Gegend im nördlichen Spanien. Und war ein Riesenhit übrigens für ein Piano-Duo namens Marek und Vacek. Ist das noch ein Begriff? Die haben so zwei Filme gespielt, ne? Und eins hat Marek was. Und ich habe den Marek getroffen einmal und der sagte mir, sie haben dieses Stück immer am Ende ihrer Konzerte gespielt. Warum? Da seien Standing Ovations garantiert, sagte er. Das Stück möchte ich jetzt spielen. Meine linke Hand spielt den Part von Marek, die Begleitung, die er mit beiden Händen gespielt hat. Und meine rechte Hand, die Melodie, ist so eine 16. Melodie, die im Grunde mit zwei Händen schon fast unspielbar. Mit einer Repetitionstechnik gelöst, meine Damen und Herren. Wie ist die kleine Musik, die kleine Musikhalle, sag ich schon, die kleine Elbphilharmonie in dieser Form noch nie erlebt hat. Ja! Das ist das Ritual, das wir jetzt hier.